So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben heute wieder eine kleine Challenge für euch vorbereitet. Wer am Montag dabei war und mitgeguckt hat bei Chill mit Ramses montags 20 Uhr, der weiß, wir gucken immer bei Kanal Phänomenal vorbei und Kanal Phänomenal macht in regelmäßigen Abständen immer so besondere Challenges. Wie sieht denn die Frisur aus? Der macht immer so besondere Challenges und jetzt hat er so eine Beefy-Challenge gemacht sozusagen. Da hat er einfach mal so 6 Beefys in 3 Minuten gegessen oder geguckt, wie schnell er halt dabei ist. Nein, Adi, nein! Wenn es um Beefy geht, ihr wisst ja, Adi ist nicht weit. Jetzt habe ich wieder folgendes Problem, egal welche Challenge ich von Kanal Phänomenal nachmachen möchte, ich schaffe es einfach nicht, die gleichen Bedingungen zu schaffen. Ja? Als er das damals mit dem Sixpack hatte und wie schafft man ein Sixpack Bier in 5 Minuten oder was das war? Ich habe normales Bier genommen im Sixpack. Das war einfach badwarm. Das war mit Alkohol. Das hat so geschäumt. Ich musste mich 50 Mal übergeben innerhalb der 5 Minuten, um versuchen, das auszutrinken. Und er hatte einfach sozusagen Radler, alkoholfrei, gut gekühlt, dass das schön fließt. War also total anders, diese ganzen Gegebenheiten. Jetzt, wenn ich losgehe und sehe, boah, er hat 38 cm Pizza gegessen in der Challenge. Bei uns gibt's keine 38 cm Pizza. Das Einzige, was wir hier haben, ist 25 und 30 so zum Bestellen beim Dönermann. Also habe ich die selber gemacht und durch selber machen ist die so groß und fett und heftig gewesen. Die hätten nicht mal 10 Leute mit einmal geschafft, so. Jetzt habe ich gedacht, Beefy Challenge, was soll da schief gehen? Es ist ein Originalprodukt, es ist Beefy, du gehst also los, du kaufst dir einfach eine Packung Beefys, 6 Stück. Und dann war gestern das große Erwachen, ich gehe in Rewe rein, guck mir die Beefys an und dann haben die im Rewe einfach nur 5er-Packs Beefy. Vielleicht lag das auch daran, weil er meinte, dass das gerade im Sonderangebot ist, also gerade in der Werbung war. 6 Stück wahrscheinlich ist normal 5 drin. Was ist denn? Ah, der hat jetzt die ganze Zeit da hochgeguckt. Ich glaube, der, vielleicht ist da oben, sind da Spinnweben oder sind andere Tiere oder irgendwas. Auf jeden Fall wittert er gerade irgendwas. Oh, er hat den Kühlschrank gefunden. Oh mein Gott! Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Der hat mich jetzt auf jeden Fall abgelenkt. Vielleicht waren die nur in der Werbung im Angebot und gab es deshalb dann als 6er-Pack und normal gibt es nur 5er-Packs. Jetzt habe ich das nächste Problem. Wenn ich jetzt einen 5er-Pack kaufe, mir fehlt ja einer, der hat ja 6 Stück gegessen. Soll ich jetzt 2 5er-Packs kaufen? So viel möchte ich Beefy dann auch nicht in Rachen schieben. Dann habe ich mal gesehen, es gibt als Alternative natürlich auch billig Fake Beefys von ja. Aber halt nur ein 4er-Pack. Aber das 4er-Pack, ja, Salamis, hat genauso viel Gramm wie das 5er-Pack Beefys. Denn eine Beefy hatte genau 20 Gramm. 5 mal 20, 100 Gramm. Von denen hier hat eine Salami aber 25 Gramm. Das heißt, deswegen reichen auch 4 Stück und ihr habt auch die 100 Gramm. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil ich gar nicht mehr zurechtkomme, wie ich das überhaupt handeln soll, ich kaufe mir einfach eine Packung von diesen Billigsalamis und ich nehme mir einfach noch 2 mit von den Billigsalamis. Also ich habe 2 Packungen gekauft, aber auf dem Weg nach Hause gestern habe ich einfach schon 2 gegessen mit einem Karottenbrötchen, was noch übrig war. Ich war wieder relativ spät abends einkaufen. So habe ich jetzt trotzdem ja 6 Würste. Er hatte 6 Beefys, ich hatte 6 Würste. Insgesamt sind das zwar jetzt wieder mehr Gramm, nämlich 30 Gramm mehr, ja, ist ja logisch, ne? Wenn er 100 hatte, ne, er hatte 120 und ich habe hier 150, dann habe ich ja insgesamt 30 Gramm mehr. Trotzdem möchte ich da nicht so penibel sein und sag einfach mal, das sind 6 Beefys, 6 Fake Beefys, 4 plus 2, also werden wir versuchen, die jetzt zu essen. Wie er das gemacht hat, werden wir es natürlich auch vorher versuchen auszupacken, was jetzt wahrscheinlich das größte Problem sein wird, weil der Adi hier rumgeiert und mir die Wurst wegschnappen will. Das heißt, ich darf nicht nur das Papier auspacken, ich muss auch noch gegen Adi kämpfen zwischendurch. Adi, beruhig dich. Adi, verdammt. Hey, wir können die gleich so rausziehen, dass hier dieses Kondom einfach noch in der Hülle ist. Nein, lass das Kondom in Ruhe. Jetzt ist das hier noch drin. Das ist nämlich bei der einen eben passiert. Das heißt, wir können diesen
Zippel einfach gleich drin lassen. Ja, da guckst du, genau. Und jetzt machen wir das noch ab. Und das noch ab, damit das schön schmierig und pervers bleibt. Jetzt nehmen wir das alles, damit der Ali uns in Ruhe lässt und tun das mal hier in die Bauchtasche. So, hey Freundchen. Und so sieht das jetzt aus. 6 Beefies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt machen wir ein kleines Wettessen gegen Kanal Phänomenal. Ich muss mal gucken. Vielleicht so, dass ich den hier oben einblende. Hier oben ist... Nein, Adi, lass doch mal. Ich muss dich gleich raustun, wenn du so weitermachst. Jetzt ist er auf jeden Fall eingeschüchtert. Das sieht man da am Blick, wie eingeschüchtert er ist. Und deswegen immer laute Geräusche machen, wie ein Tier rumtrammeln. Oder die Katze wird dadurch noch verrückter. Das sind unsere 6 Beefies. Die werden wir jetzt essen. Ich weiß nicht, ob es da eine bestimmte Taktik gibt oder nicht oder wie auch immer. Ich mach mal so. Da sieht man das besser mit dem Teller zusammen. Kanal Phänomenal hängt hier oben rum. Und ich würde sagen, auf die Plätze. Nein, auf die Plätze. Fertig. Und... los! Mm. 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 Boah. So. Ah, mir tut so der Kiefer weh. Ich weiß nicht, was er damit gemeint hat, weil er sagte, er hat die falsche Taktik angewandt. Er hat eigentlich auch nur abgebissen, hat gekaut, hat runtergeschluckt und hat dann wieder abgebissen. Also, ich weiß nicht, was da die falsche Taktik ist. Ich glaube, es ist sogar besser. Man nagt immer nur kleine Stücken ab, schluckt die erstmal runter, nagt sich weiter durch, dass man nicht so viel zu kauen hat. Und wenn ihr wirklich sozusagen die ganze Wurst mit einmal reinsteckt und euer ganzer Mund gefüllt ist und ihr im Ganzen auf dieser Wurst rumkauen wollt, dann ist das viel schwerer zu kauen. Dann merkt ihr nach einer Zeit, wie eure
euer Kiefer wehtut, wie eure Kaumuskeln zu sehr beansprucht sind, das viel anstrengender ist und das dann vielleicht auch länger dauert, weil ja, das aus wie Zeitlupe, wie eine Kuh dann da rumkaut, anstatt einfach zu machen. Jetzt weiß ich nicht, bin mir gerade unsicher. Ich glaube, er hat aber in dem einen Versuch, wo er die gegessen hat er das verschnellert, dass ich das gar nicht hier einblenden kann. Das heißt, es kann sein, dass ich den zweiten Versuch von ihm einblende, wo er scharfe Soße dran gemacht hat. Jetzt sagt er, ja, ist ja unfair. Das war ja dann viel schlimmer. Aber wenigstens habe ich da die Zeit. Wir wissen ja, er hat 3 Minuten 17 oder so, glaube ich, gebraucht. Ich guck mal, wenn das verschnellert war, ich weiß es gerade nicht mehr, dann muss ich wohl das zweite nehmen, wo er die Beefies gegessen hat mit der scharfen Soße. Denn da ist wenigstens in Echtzeit da und dann sieht man auch die Zeit, die abläuft. Und dann seht ihr ungefähr, welche Zeit ich hatte. Das ist ja bis 9 Minuten oder so gelaufen. Jetzt könnte man sagen, mit Soße ist das bestimmt leichter und geht schneller. Denn es ist ja immer so, wenn was trocken ist, dauert's. Wenn es feucht ist, ne, dann geht das schneller. Aber da war ja das Problem, es ist ja nicht einfach eine Soße, es war ja höllische Schärfe, die ihn dann so fertig gemacht hat, dass er gar nicht mehr weiter essen konnte. Mir geht es jetzt einfach nur darum, die Zeit einzublenden von ihm und vergleichen mit seinem ersten Versuch, wo er einfach nur die 6 Beefies gegessen hat. Wie gesagt, das waren jetzt 30 Gramm mehr. 30 Gramm mehr ist schon wieder 1,5 Beefies mehr. Das heißt, ich habe jetzt 7,5 Beefies gegessen. Wenn ich 6 Brocken esse, dann sind das 7,5 Beefies. Keine Ahnung. Ich weiß natürlich wieder nicht, wie meine Zeit ist, weil ich einfach ohne was esse. Und lass mich danach immer überraschen. Das war es aber auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.